Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir einen stabilen Stand haben. Das heißt, wir haben unseren Mittelpunkt definiert. Wir haben gesagt, der eine Fuß ist irgendwo zwischen 2 und 3 Uhr ungefähr, der andere zwischen 7 und 8 Uhr ungefähr. Sind wir in einer tiefen Position, dass wir nicht zu aufrecht stehen, weil sonst sind wir instabil. Und wenn wir einen Schritt machen, wollen wir das vordere Bein ein kleines Stück vorbewegen, das hintere Bein nur im selben Verhältnis wieder nachziehen, damit wir dann nicht wieder zu hoch stehen oder halt eben zu instabil stehen. Dann haben wir das mit Bratzen und Kettenfauststößen quasi geübt. Das heißt, wir sind immer einen Schritt gegangen, haben 3 Fauststöße gemacht, einen Schritt gemacht, 3 Fauststöße gemacht, haben geguckt, dass wir uns selber so im Griff haben, dass wir nicht versuchen, uns reinzulehnen oder die Bratze doch noch zu erwischen, weil das auf Kosten der Stabilität geht. Und das war im Grunde die erste Übung, die wir gemacht haben, die Vorübung mit den Bratzen und den Schritten. Dann haben wir uns den Schwinger angeguckt. Das heißt, der Schwinger ist etwas, was von der Außenseite recht brutal in die Mitte reinkracht. Er hat viel Raum, um zu beschleunigen, was sehr viel zusammen mit der Masse sehr viel Wucht erzeugt. Das ist also auch so das, was auf der Straße am häufigsten mit vorkommt. Gerade wenn die Leute keine Ahnung haben, die holen aus und reden sich in die Distanz rein, bevor es dann knallt. Und wir haben uns geguckt, was machen wir konzeptionell gegen den Schwinger und haben gesagt, okay, wir müssen ein paar Sachen beachten. Das eine ist der Stand, den wir vorher schon besprochen haben. Der muss stabil sein. Wir brauchen einen Angriff, der gegen den Angriff geht. Und wir brauchen einen Angriff, der den General ausschaltet. Das waren 2 wichtige Punkte, 3 wichtige Punkte. Und das dritte ist, dass wir uns zum Angriff hin ausrichten. Okay? Das heißt, wenn ich den Schwinger schlage, geht sie mit diesem Tarnsaum, mit dieser Handflächenhand gegen den Angriff dagegen. Der Bauchnabel zeigt ebenfalls zur Kraftquelle, also zum Angriff. Und die andere Hand schlägt zum Ziel. Und hier hat sie die Möglichkeit, auch wenn ich jetzt hier den Druck erhöhe, dass sie halt eben den Widerstand hält und die Ferse hinten absorbieren kann. Ist sie zu hoch, also steht sie zu hoch, ist der Tarnsaum nicht im richtigen Winkel oder vielleicht auch zu hoch und ich baue hier Druck auf, ist es relativ klar und man sieht es gleich, dass das Konstrukt wackelt, ist also nicht stabil. Also wir müssen ein paar Sachen beachten, dass das eben gut funktioniert. Und dann haben wir, wenn ich den Schwinger schlage, eine stabile Abwehr, hopp, ja, mit Folgetechnik, ja, weil sie möchte mich mir erlauben, dass ich noch einen zweiten Angriff hinterhergebe, deswegen setzt sie den Arsch direkt nach. Dann haben wir es kurz kombiniert, wir sind in die Übung vom letzten Mal gegangen, wo der Zugangriff entsteht, einmal Zugangriff mit Fauststoß und den haben wir kombiniert mit dem Schwinger, sodass wir unsere Ausrichtung ändern mussten. Ja, der Bauchnabel zeigt immer zum Angriff. Das heißt, sie ist hier auf den Angriffspunkt ausgerichtet, wo wir Kontakt haben. Und wenn sie den Angriff macht, jetzt kommt der nächste Angriff, muss sie sich zum nächsten Angriff mit dem Bauchnabel dann auch ausrichten, damit Stabilität erzeugt wird. Und das war das kleine Intermezzo für heute.